Leute, what's up? Moonboon hier. Herzlich willkommen zu einem kleinen WoW-Special-Video, möchte ich es einfach mal nennen, wo wir mal eine Frage ergründen, die mich schon ziemlich lange jetzt beschäftigt. Und ich wollte einfach mal eure Meinung dazu hören. Deshalb habe ich gedacht, am besten mache ich mir doch ein kleines Video, das ihr alle sehen könnt und wo ihr dann alle einfach einen Kommentar schreiben könnt oder so, was ihr davon haltet. Also, ich habe mir Folgendes überlegt. Meine These ist die folgende. Add-ons in World of Warcraft, also nicht Erweiterungen oder Expansions, sondern wirklich Add-ons, können oder tun es eigentlich, schränken den Spielspaß massiv ein. Das ist meine These. Damit meine ich jetzt nicht Interface-Add-ons, wie zum Beispiel mein Healbot oder nicht da unten die schönen Kugeln. Oder ich meine auch nicht den Bartender, der es mir erlaubt, hier die Leisten schön anzuordnen oder Hotkeys zu legen. Ich meine wirklich Gameplay-Add-ons. Und ich habe euch drei Beispiele mitgebracht, anhand denen ich quasi meine These jetzt erklären will. Und am Ende würde ich dann gerne wissen, was ihr davon denkt, ob ihr das genauso seht oder ob ich komplett in die falsche Richtung denke. Also, Add-on Nummer 1, was ich vermute, was den Spielspaß ein bisschen stört, sind gerade hier jetzt in Warlords of Draenor diese Garnisons-Add-ons. Ich habe jetzt zum Beispiel hier Masterplan, heißt es glaube ich, habe ich installiert für die Missionen. Kann man das mal überspringen. Und Masterplan erlaubt es zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie ein Schiff auf eine Mission schicken will, nehmen wir was Einfaches. Ne, wir nehmen nicht was Einfaches, wir nehmen was Gelbes. Dann habe ich hier oben quasi die Option, einfach per Knopfdruck auszuwählen. Oh Gott, WhatsApp, gehen wir nicht auf die Eier. Ich könnte jetzt diese zwei Schiffe losschicken mit einer 89% Chance für einen Gewinn. Oder ich könnte diese zwei Schiffe losschicken für eine 89% Chance für einen Gewinn. Wenn ich das mache, dann werden die Schiffe eingesetzt und ich muss nur noch die Mission starten. Whoop, und das wäre es gewesen. Ist das hier rückgängig? Ne, das ist nicht rückgängig. Das Problem, was ich jetzt damit habe, ist, dass ich selber quasi überhaupt nichts mehr dafür machen muss. Das Add-on übernimmt wirklich alles, ne, für mich. Ich muss nicht mehr schauen, was ist das hier für eine Fähigkeit? Zerstörer, wird gekontert durch Schlachtschiff und so. Und dann muss ich bei mir schauen, das hier ist ein Zerstörer. Dann müsste ich den hier einsetzen oder so. Und gucken, dass die ganzen Anforderungen hier entsprechend kombiniert werden, dass ich eine größtmögliche Chance habe. Das muss man ja normalerweise selber schauen, ne? Das muss man alles irgendwie quasi sich selber erschließen. Und ich denke, darin kann auch der Spaß liegen, einfach von solchen Sachen. Gerade wenn es nicht so viel Content gibt jetzt, das man aktuell tun kann in Warlords of Draenor, außer in seiner Garni irgendwie die Leute und die Schiffe auf Mission zu schicken. Was macht Masterplan? Mit einem Klick, schwupp, Mission starten. Das war's. Es vereinfacht den ganzen Prozess, aber es vereinfacht den Prozess, finde ich, so weit, dass ich selber quasi überhaupt nichts mehr machen muss. 100% oder 94%? Oh, 100%. Ab geht er, der Peter. Das waren meine Missionen. Yay. Moment, habe ich noch eine? Wenn wir gerade hier sind. Was haben wir hier? Da steht es schon. In 7 Stunden, 59 Minuten hätte ich wieder eine 100% Chance. Das heißt, da warte ich jetzt lieber drauf. Und sonst haben wir nichts mehr Grünes. Okay, dann lassen wir das so. Dazu gehört natürlich auch die normalen Missionen, was ich euch jetzt auch noch zeigen möchte. Ich weiß nicht, ob jeder von euch das Add-on hat, Masterplan, oder es gibt ja auch ähnliche andere Add-ons hier für die Garni. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel hier hingehen, dann kann man hier die ganzen Missionen automatisch abschließen. Das würde ich jetzt wieder als positiv sehen, weil das ansonsten einfach sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber hier geht es halt auch schon wieder los, ne? Man muss wieder nicht mal, wenn ich die Mission normal anklicke, okay, da ist jetzt nur eine Person, von daher macht es jetzt hier nichts. Aber wenn es jetzt irgendwie eine größere Mission wäre für drei Personen, zum Beispiel die hier, dann müsste ich da jetzt schauen, Moment mal, wir brauchen hier Zeitbegrenzung und den Schattenblitz-Symbol-Dings, dann müsste ich den hier reinziehen. Und hier brauchen wir die beiden. Habe ich da eine Combo? Oh ja, ich habe hier jemand. Yay! Yeah. Und das hat mich jetzt schon ein bisschen gefreut. Ich habe was, was hier reinpasst. Allein dieses Yeah, ich habe genau das, was für die Mission gebraucht wird. Aber nee, wir würden jetzt einfach hingehen. 100% Chance mit den drei. Okay, go. Mission starten. Was haben wir hier? 100% Mission starten. Brauchen wir ein bisschen Öl. 100% Mission starten. Und Mission starten. Oh, was haben wir hier? 89 oder 86? Ja, nehmen wir 89. Mission starten. Das ist einfach völlig für den Arsch. Ich drücke nur noch
100%, 89%, ich drücke irgendwelche Prozente und mache Missionen starten. Und was für einen Sinn haben die Missionen dann noch? Oder dieses ganze Follower-System, ne? Das ganze System hier mit welcher Follower hat welche Eigenschaft, das muss ich persönlich überhaupt nicht mehr wissen. Das übernimmt alles dieses Add-on für mich. Ich muss nur noch drücken. Yay! Können wir hier noch was starten? Oh, eine legendäre Anhängerin. Scheißegal. Wayne, oh, ich sehe es hier noch kurz. Das ist ja nett. Okay, starten. Wisst ihr, was ich meine? Okay, gut. Das war mein Beispiel Nummer 1. Garnisonsmission, ein ganz großer Teil in Warlords of Draenor. Vor allem jetzt, wo es nicht mehr sonst viel zu tun gibt, außer ein bisschen den Raid raiden für ein Jahr wieder oder so, bis das neue Addon rauskommt oder ein bisschen PvP pimmeln. Das ist mein Beispiel Nummer 1. Beispiel Nummer 2. Das Addon Handy Notes und Handy Notes Draenor Treasures oder wie es auch immer heißt, genau. Wir alle wissen, die wir gelevelt haben in Draenor, dass es überall Schätze gibt, ne? Angelehnt damals an die zeitlose Insel in Mists of Pandaria, wo sie dieses System so ein bisschen ausprobiert haben. Eine Insel voller Schätze, wo man rumlaufen kann, die Schätze entdecken kann, Gear bekommt. Darüber lässt sich immer noch streiten, ob das mit dem Gear die richtige Entscheidung war oder nicht. Aber das wollen wir jetzt mal ausblenden. Es geht wirklich nur um den Spaß, eine Welt zu erkunden. Ne? Dafür spiele ich ein RPG. Und WoW ist nun mal ein MMO-RPG. Und ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung war, die ich da getroffen habe, dass ich mir das Addon Draenor Treasures oder Handy Notes eben da runtergeladen habe. Denn ich bin wirklich mit jedem Twink, den ich jetzt gelevelt habe, und es waren einige, bin ich halt quasi rumgerannt und habe meine Quests gemacht, habe auf die Map geschaut und habe gesehen, ah, da ist der Ring in der Nähe, den könnten wir noch plündern. Ah, hier gibt es noch diese garstige Urne hier mit 5% mehr XP. Erholung. Oh ja, das könnten wir auch noch mitnehmen. Oder ach, guck, da steht noch irgendwie ein Ramob und da. Und was droppt denn der? Lohnt es sich überhaupt, den zu machen und so? Das steht ja hier auch alles schon dabei. Bei manchen Sachen steht dabei, dass man dieses Schattenelixier trinken muss. In Nagrand steht, glaube ich, dabei, dass man hier einen Gleiter benutzen muss, um da und da hinzukommen. Irgendwie, ich habe in Nagrand ziemlich viele eingesammelt. You can reach him from the east starting at the Elemental Plateau. Genau, und da muss man dann mit einem Gleiter so rüberfliegen. Es ist wirklich für Dumme, ne? Es ist für Dummies. Du brauchst selber nichts mehr tun. Du musst nur lesen und hinlaufen und looten. Und wenn man sich das mal anguckt, ich habe jetzt hier schon ganz viel gelootet. Im Frostfeuergrat habe ich bestimmt nichts gelootet. Ah doch, da war ich auch mal unterwegs. Fuck this shit. Aber hier in Gorgrund habe ich noch ein bisschen was übrig. Wenn man sich das mal anguckt, vor allem wenn man sich eine neue Map anguckt, wenn man noch nichts gelootet hat und frisch in das Gebiet kommt, da ist ja wirklich alles voll mit Schätzen. Und wenn man jetzt wirklich questet und es erkunden würde, per Hand quasi, ohne dieses garstige Addon. Und man findet an jeder Ecke, findet man irgendeinen Gegenstand und freut sich. Und man sammelt alles ein, egal ob man es braucht oder nicht. Aber man war halt mal da und man hat es mal gesehen und man hat mal den Ramob gelegt. Einfach zum Spaß am Ramob legen. Zum Beispiel, ich weiß genau hier am, wo startet man hier als Ali? Irgendwo hier oben, glaube ich. Da läuft gleich am Anfang bei diesem Bonusgebiet, läuft dieser riesengroßen Pflanzen, Hydra, Tier, Ramo, Brom, ich weiß nicht, wie er heißt, ich glaube Biolante oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Und der droppt nichts, der ist hier auch nicht eingezeichnet. Ah doch, da ist er. Okay, nice. Ach, guck an. You must finish the quest before this element gets removed from the map. Den habe ich immer gekillt und der hat nichts getroppt und ich habe ihn trotzdem fast mit jedem Char immer wieder gekillt, einfach weil es eine Herausforderung war. Der hat 600.000 Leben oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Und es hat einfach Spaß gemacht, diesen fucking Ramob liegen zu sehen. Einfach nur, weil er so viel Leben hatte und ich ein kleiner Pimmel war, der gelevelt hat. Und ich wollte die Herausforderung. Und ich erinnere mich noch ganz genau an die zeitlose Insel, wie ich da rumgerannt bin und die Schätze gesucht habe. Und es hat so viel Spaß gemacht. Und hätte ich damals ein Addon gehabt, ich wäre völlig durchgedreht. Ich wollte selber über das Seil tanzen oder in die Höhle tauchen oder was auch immer, um diese Schätze zu finden und zu looten und das alles zu erkunden. Und wie habe ich meinen ganzen Kumpels, die dann wieder angefangen haben mit WoW, wie habe ich denen immer die Tour gegeben über die Insel? Habe gesagt, hier gibt es noch einen Schatz, da gibt es noch einen Schatz. Ich meine, das ist im Prinzip auch nichts anderes, wie wenn sie jetzt ein Addon benutzt hätten. Aber die sind halt auch so drauf, dass es sie nicht juckt, ne? Die wollen so schnell wie möglich ihre Schätze und ihren Loot und alles. Aber mir, muss ich ganz ehrlich sagen, hat das schon besser gefallen, die ganzen Schätze selber einzusammeln in der zeitlosen Insel und jetzt auch quasi in Draenor.
Am Anfang hatte ich das Addon ja auch nicht beim ersten Char, also als ich hier den Moonboon hochgelevelt habe. Da bin ich rumgelaufen und habe alles entdeckt für mich selber und es hat Spaß gemacht. Und dann kommt jemand und sagt: Hey, da gibt es das Addon, kannst du runterladen, siehst alle Schätze. Und klar denkt man erstmal: Cool, geil, und sehe ich alle Schätze und verpasse keinen mehr. Das ist ja super. Aber in Wirklichkeit hat es mir, denke ich, schon ganz gut den Spielspaß ein bisschen versaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein Konterargument, was man natürlich bringen kann, ist, dass man die Schatzkarten ja auch für 100 Gold irgendwie in Ashran kaufen kann. Aber selbst da ist es wieder optional. Man kann sie kaufen, man muss es nicht. Man kann das Handy Notes Addon runterladen, man muss es nicht. Es ist die eigene Entscheidung. Und ja, das ist mein Beispiel Nummer 2, denke ich einfach mal, wie ein Gameplay-Addon den Spielspaß ein bisschen mindern kann. So, als zu guter Letzt habe ich mir überlegt, als größtes Beispiel will ich auf Deadly Boss Mods oder Big Wigs oder diese ganzen Boss-Addons eingehen, die man in den Raids verwendet. Habt ihr euch mal gefragt, wie es wäre, ohne diese Addons zu raiden? Gibt es Leute von euch, die ohne Boss Mods, ohne Big Wigs, Big, wie heißt das andere? Big Wigs, Big, ich habe keine Ahnung. Sagen wir mal Deadly Boss Mods. Die ohne Boss Mods raiden? Wie spaßig muss es sein, einen Boss zum ersten Mal zu lernen? Oder wirklich nur kurz hier ins Dungeon Compendium zu schauen? Wo haben wir es denn? Abenteuerführer, Schlachtzüge, Höllenfeuerkack, Kormok. Man sieht hier jetzt natürlich meine Heilerrolle. Dann kann man sich die Fähigkeiten vom Boss anschauen, hat eine ungefähre Idee, was der Boss macht. Aber auch dann kriegt man während dem Kampf nicht die Meldung, oh, jetzt kommt Hämmern oder jetzt kommen explosive Runen. Die muss man selber sehen. Die muss man sehen, wie sie auf dem Boden liegen. Oder man muss selber irgendwie sich ein bisschen mehr anstrengen und so ein Gefühl kriegen für das Timing vom Boss. Oder wenn man das mal ganz außen vor lässt, dieses Dungeon Compendium, wenn man einfach quasi wirklich den Boss selber lernt, ne? So wie es die Pro-Gaming-Gilden, wollte ich sagen, auf den Testservern machen. Ne? Wir wissen ja alle, Method und wie sie alle heißen, und Paragon und Blood Legion, die gehen ja immer schon, weiß Gott, wie früh auf die Beta-Server, auf die PTR-Server und gucken sich die Bosse an und testen die aus, was sie alles können und so weiter und so fort. Und diejenigen sind es auch, die natürlich diese Infos weitergeben an diese Deadly Boss Mods, Addon-Macher und so weiter. Woher sollen die sonst die ganzen Fähigkeiten haben? Natürlich aus dem Dungeon Compendium. Aber das gab es früher nicht. Da gab es die Infos von diesen Gilden. Und haben nicht diese Gilden den ganzen Spaß? Haben nicht die das Vergnügen, den Boss zum ersten Mal zu sehen, kennenzulernen oder generell das einfach mal zu erleben, wie das ist, so einen neuen Boss zu lernen, ohne dass man gleich 1000 Balken auf dem Bildschirm hat, wo Runen in 5 Sekunden, Wirbelwind in 30 Sekunden, Berserker in 2 Minuten, wo einfach alles angesagt wird. Das ist doch scheiße. Man kann doch einfach mal selber einen Boss sich angucken. Gerade mit seiner 10er-Gammelgruppe oder was auch immer im Normal-Modus. Natürlich im LFR geht es nicht, wo die Leute schnell durch wollen und Rush, Rush, wir müssen uns beeilen und alles. Aber ja, ich denke, ich habe meinen Punkt deutlich gemacht. Was haltet ihr davon? Denkt ihr, dass es teilweise stimmt, was ich sage? Zerstören Addons ein bisschen den Spielspaß? Gerade eben die sehr das Gameplay beeinflussen. Was ich mich gefragt habe, fallen euch noch weitere Beispiele ein? Mir sind es nur diese drei eingefallen. Ich habe mir noch überlegt, Auktionator und so, was im Auktionshaus einfach ein bisschen unterstützt, wenn man viele Auktionen posten muss oder was eben so einen Durchschnittspreis als berechnet oder den Preis beobachtet und so. Aber ich weiß nicht, ob ich das dazu zählen soll, weil es ja einerseits wirklich nur wieder Interface ist und andererseits mühsame Rechenarbeit erspart. Also ich will mir jetzt nicht jeden Tag den Preis von Wildblut aufschreiben oder so, damit ich in 2 Wochen noch weiß, was teurer oder billiger. Von daher finde ich das schon ganz nützlich und jetzt nicht eher Gameplay zerstörend. Aber sagt einfach mal, was fällt euch ein? Gibt es noch Addons, die ich vergessen habe, die den Spielspaß zerstören? Seht ihr das so wie ich? Oder denkt ihr, Muni, da hast du ja komplett was aus dem Arsch gezogen, um ein Video zu machen? Oder ich weiß nicht. Das ist einfach so, das hat mich jetzt schon eine Weile beschäftigt und ich wollte mal wissen, was ihr da so drüber denkt. Okay, dann lassen wir das hier so stehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Reinschauen, bin gespannt über eure Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, denkt bitte dran, ein Like dazulassen und wir sehen uns wieder das nächste Mal. Ich bin der Muni und ich bin raus. Ciao, ciao.